Ja, wir hatten keine Lust mehr auf Regen, Kalt und auf Bilge abschleifen und streichen und mussten einfach mal was anderes sehen und deswegen Koffer packen und weg. German Television, what's your name? My name is Muhammad. Ja, ich bin froh, dass ich heute Mittag nichts gegessen habe im Hotel, weil ja, mir wäre wahrscheinlich dann doch ein bisschen übel geworden während der Jeep Safari. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir im Beduinendorf angekommen und ja, schauen wir mal, wie die so leben. Hey! Sonnenuntergang in der Wüste. Jetzt geht's zum Tauchen. Yeah. Jetzt geht's los. Daneben uns liegt die Chance 2 und da fragt man sich ja eigentlich, was ist mit der Chance 1 passiert. Die Chance 1 liegt auf Grund bei Captain Davy. Heute geht Schnorkeling, Schnorkeling, Schnorkeling. Keiner will so einen Apfel sehen. Tada, Utschapti-Mavi. Unser Guide, der wird wahrscheinlich jetzt gerade den Anker lösen. Der wird jetzt nach vorne fahren und wird uns von der Mooring-Leine abmachen. Ja, sieht so ähnlich aus wie bei mir auf dem Schiff. Nur das Teil hier ist um einiges größer. Hier gehen wir gleich schnorcheln und tauchen. Thank you.
zwei Tauchgänge beendet und ein bisschen platt wie eine Flunder. Aber so ist das nun mal nach dem Tauchen. Ja, total spannend. Und ihr seht es ja oder habt es gesehen, was es so Schönes hier unter der Wasseroberfläche gibt. So, wer will, kann jetzt nochmal schnorcheln, aber ich bin definitiv da raus. Ich habe da keine Lust mehr zu jetzt nach dem Tauchen. Ich entspanne und genieße jetzt hier nur noch auf dem Boot oder Schiff. Ja. Alles klar. So, komm mal mit hier vorne rum. Hand. Ich hätte ja schon Bock noch mal schwimmen zu gehen oder vielleicht auch zu schnorcheln, aber irgendwie bin ich auch vom Tauchen ganz schön platt. Vielleicht. Vielleicht morgen. Vielleicht gehe ich morgen noch mal tauchen. Man weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall muss ich gleich erstmal mit dem Captain sprechen. Und mich ein bisschen unterhalten und mir mal so ein bisschen sein Reich angucken. Ja, meine Lieben sind irgendwie da hinten am Schnorcheln, sind da mit diesem Schlauchboot hingefahren und angeblich soll sich da eine Meeresschildkröte rumtreiben und ab und zu auch mal eine Seekuh. Ja, das ist doch schon auf jeden Fall faszinierend, wenn man sowas sehen kann. Ich stehe jetzt mal auf dem Sonnendeck. Mit dem Captain war ein wunderschöner Tag hier an Bord und war einfach traumhaft und ja.
ein neuer Tag und nein, ich bin nicht immer noch im Hafen, sondern ich habe mich gestern Abend dann noch dafür entschieden, heute nochmal tauchen zu gehen. Ich habe gestern Abend meinen Travel Guide angerufen und mit ihm alles klar gemacht. Und glücklicherweise bin ich auch wieder auf dem gleichen Boot gelandet. Das freut mich natürlich total. Die fahren auch heute andere Tauchpunkte an. Und ja, die Begrüßung hier war absolut herzlich. Ich kam hier an Bord und die haben sofort gerufen: Hey, Captain, welcome back. It's great. Das war einfach so schön. Ja, also total herzlich und ich brauchte auch gar keinen Papierkram ausfüllen und meine Kiste war immer noch gepackt von gestern. Das heißt, mein Equipment konnte ich auch komplett so übernehmen und ja, toll. einfach genial. Ich denke mal, die haben die Kiste stehen lassen, weil ich gestern gesagt habe, dass wir uns vielleicht morgen wiedersehen. Schon witzig. Ja, mein Tauchtraum ist es ja immer noch, einen Hai zu sehen. Nicht ganz nah, der muss nicht ganz nah kommen. Mit einem respektvollen Abstand zueinander. Aber ja, das ist noch so mein Traum. Also mal einen echten Hai unter Wasser begegnen beim Tauchen. Vielleicht klappt es ja heute.
schade, dass meine Lieben nicht mit dabei sind. Aber ich kann das auch verstehen. Die hatten sich gerade gestern mitgemacht und schnorcheln und haben auch Schildkröten gesehen und so. Ich leider nicht beim Tauchen. Schade, aber dafür natürlich andere Fische und viele andere Geschichten. Ja, kann das aber verstehen, dass die heute halt nicht mit dabei sind. Und heute sind sie am Hausriff schnorcheln und ziemlich früh, weil wir haben gehört, dass da, wenn man sehr, sehr früh schnorchelt, dort dann auch Delfine auftauchen und Schildkröten ab und zu sehen sind. Ja, werde mich überraschen lassen. Gleich zu berichten haben oder später. Jo, ich sag mal so, ne, ich finde das geil hier. Könnte hier eigentlich so das ganze Jahr bleiben. Ich glaube, wird nicht langweilig. Und die Jungs hier, habe ich mich gerade unterhalten mit dem einen Guide, mit dem einen Tauchguide. Ich sage, ey, das wisst ihr gar nicht, aber ihr habt den geilsten Arbeitsplatz und den geilsten Job der Welt. Ich beneide euch. Tauchen macht hungrig. Jetzt wird erstmal gespachtelt. Nahezu die ganzen Gäste vom Schiff sind jetzt schnorcheln und ich habe da aber überhaupt gar keinen Bock zu. Deswegen habe ich es mir jetzt hier ein bisschen bequem gemacht und werde jetzt hier mal ein bisschen, wie heißt es auf Neudeutsch, rumschillen. Und ich denke mal in 45 Minuten ungefähr legen wir hier ab und fahren dann Richtung Hafen. Bin, wäre ich natürlich morgen noch mal gerne rausgefahren zum Tauchen, aber geht halt nicht, da wir übermorgen ja schon wieder nach Hause fliegen und ja, dann darf man halt den Tag vorher nicht tauchen wegen Stickstoff, Reststickstoff und so weiter, keine Thrombose und sowas verursacht im schlimmsten Fall. Ja, wie war's? Geil. Ja. Nee, man kann es gar nicht in Worte fassen. Ihr habt ja jetzt dann auch die Videos gesehen und das ist schon mega geil. Aber stellt euch vor, dass ich so live war. Ja, würde ich sagen, real life. Das ist nochmal eine Schiene drauf. Aber war gewiss natürlich nicht das letzte Mal, dass ich in Ägypten getaucht bin. Von daher freue ich mich natürlich schon aufs nächste Mal. Bye bye, see you, see you. Bye bye, bye bye, my friend. Hope to see you again. How's your day? Oh, great, 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 great. Yes. Da gibt es erstmal Hibiskus-Tee, ne? Bei Dr. Aschi. Ja, und da werden wir ein bisschen was einkaufen, oder? Wenn ein guter Preis kommt. Ja, jetzt sind wir bei Dr. Aschi hier in seinem Laden. Hier gibt es natürlich alles und vor allen Dingen, das hilft auch immer alles. Mal gucken, wir trinken natürlich jetzt erstmal klassisch Hibiskus-Tee und dann gucken wir mal, was wir kaufen und vor allem, was für ein Preis. Ja, genau. Reklame. Reklame.
jetzt da haben und dann geht's nach Hause. Heute essen wir hier nochmal asiatisch. Schatz haut schon voll rein. Ja, das ist irgendwas mit Rindfleisch. Sieht aber völlig lecker aus. Vorspeise war ja gerade auch schon voll gut. Ja, mal gucken. Mahlzeit. So, und zum grünen Abschluss gibt es jetzt noch eine frittierte oder eine gebackene Banane mit Eis. Ja, eigentlich sind wir komplett satt. War super lecker. Ja, aber das muss jetzt halt auch noch weg. Ne? Ja, schade, schade. Jetzt geht's nach Hause heute, aber wir freuen uns natürlich auch auf unser Zuhause, auf unsere kleine Fellnase. Die hat ja Urlaub bei meinen Eltern gemacht. Und ja, zu tun gibt es ja auch genug und an der Saline muss ja auch weiter gearbeitet werden. Glaube ich.